Yo, mi Baduja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem heutigen Ausritt. Ja, endlich ist es mal wieder soweit und ich nehme euch endlich mal wieder auf den Ausritt mit. Für uns sind die Bodenverhältnisse nämlich aktuell ideal, nämlich schön matschig. Ja, also ein bisschen fest, aber trotzdem matschig. Das ist für uns natürlich super, weil Joey hat halt relativ empfindliche Hufe. Und jetzt äppeln wir erstmal. Und da ist es halt immer super, wenn der Boden etwas nasser ist. Das Einzige, was jetzt so ein bisschen blöd ist, wir sind zeittechnisch etwas spät dran. Deswegen wird es jetzt auch schon ein bisschen dämmerig. Ja, und wir müssen jetzt gucken, dass wir einen relativ flotten Ausritt machen, dass wir halt gut durchkommen, dass wir halt nicht zu spät wieder da sind. Aber ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Joey ist, glaube ich, bei Flott heute relativ gut dabei. Ja, das letzte Mal sind wir an dieser Stelle mal ein bisschen durcheskaliert. Und da habe ich mich super geärgert, dass ich die Kamera nicht mit hatte. Ich glaube, das hätte spektakulär für euch ausgesehen. Da ist er hier wild piaffierend, bockend, steigend, völlig ausrastend durchgegangen und hat nur Mist gemacht. Ja gut, da war einfach ein Energiestau, der sich dann gelöst hat. Hupala. Ich bin mir jetzt auch noch gar nicht so ganz sicher, wo ich jetzt eigentlich mit euch hergehe. Ja doch, ich glaube, ich habe eine Runde. Ich glaube, ich gehe meine Standardrunde. Wo geht die denn nochmal her? Daher. Da musste ich es auch mal kurz überlegen. Wobei, die ist eigentlich blöd, weil da ist ein bisschen viel Schotter. Ich überlege nochmal kurz, wo wir jetzt gemeinsam hergehen. Ich möchte keine ganz kleine Runde gehen, ich möchte aber auch keine ganz große Runde gehen. Die eigentlich idealste Runde bin ich jetzt aber, wann war denn das? Gestern? Nee, vorgestern. Nein, Quatsch. Jetzt die Tage auf jeden Fall schon einmal gegangen. Und da möchte ich natürlich jetzt ungern die gleiche nochmal gehen. Wobei die eigentlich vom Boden einfach so gut war, dass ich eigentlich jetzt schlau sein sollte und die gleiche Runde gehe. Ja, ich gehe mit euch die gleiche Runde. Ich glaube, auf der anderen Runde habe ich nämlich euch auch schon so oft mitgenommen, da macht es Sinn, ja. So, jetzt habe ich euch ein bisschen in dem Chaos in meinem Kopf teilhaben lassen und ich habe mich auf jeden Fall für eine Runde entschieden. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil da vorne ist ein, ist es auch ein Jägerhäuschen, ich weiß nicht, so ein provisorisches Jägerhäuschen. Und letztes Mal, wo wir hergeritten sind, lag das, da war das irgendwie vom Wind umgefallen oder so. Und das fand Joey ziemlich gruselig. Und dadurch, dass es jetzt wieder steht, bin ich mal gespannt, ob er jetzt einfach so dran vorbeigeht. Habe ich nicht schon gesagt, ich wollte die Zügel länger lassen? Nee, hier in diesem Bereich ist mir das zu riskant, weil eine Grundspannung hat er auf jeden Fall. Und wenn es rechts und links entweder steil hoch oder steil runter geht, muss ich nicht unbedingt den Zügel komplett hingeben. Vor allen Dingen auch nicht, wenn da auch eine Kutsche herfährt. Ich glaube, eine Kutsche hat Joey noch nicht so bewusst gesehen. Ah, jetzt hat er es auf jeden Fall entdeckt. Du brauchst da gar nicht gucken, du gehst schön weiter. Genau, guck schön. Oder du guck doch schön bei der Kutsche, weil die findest du nicht so schlimm. Dann kommen wir gut hier am Häuschen vorbei. Ja, das ist der besagte Hochsitz, wo der Joey letztes Mal nicht dran vorbei wollte, weil das Ding lag. Aber heute gar kein Thema. Ganz normal. Ja, ein bisschen ausweichen, okay. Komm. So, hier können wir schon mal ein paar Meter traben. Hier ist Joey das nämlich nicht so gewohnt zu traben. Und ich mache das immer sehr, sehr gerne, dass ich versuche, ihn zu überraschen. Ich versuche öfter einfach mal Strecken zu traben, die ich sonst nicht trabe. Oder mal bewusst Strecken, die ich sonst gerne galoppiere und trabe, einfach mal wegzulassen und den Schritt zu gehen. Und ja, hier nicht nur stehen bleiben, weil das ist jetzt gruselig, in den Weg reinzutraben. Ne? Hier bist du auch erst 100.000 Mal hergegangen. Da ist das auch ganz verständlich, dass das gruselig ist. So, aber ich möchte wieder traben. Heute traben wir mal hier den Berg runter und gehen dann einen Teil von dem Berg hoch, da vorne einen Schritt. So, ein bisschen mehr Tempo noch zurück. Jawohl, genau, so ist das. So, gerade bergrunter habe ich ihn halt gerne im schönen, ruhigen Tempo, um da auch so ein bisschen die Gelenke zu schonen, weil wenn ich da jetzt im Stechtrab den Berg runter marschiere, die Belastung auf dem Vorderbein versuchen wir doch zu meiden. So, wieder Schritt, weil hier sind überall Steine. Und mit Joey müssen wir ja immer so ein bisschen aufpassen mit den Steinen. Ich lasse ihn hier auch noch mal lang, auch wenn er gerade super angespannt ist. Ja, ist okay.
Das ist nur Holz, was da liegt. Ja, genau. Gar nicht schlimm. Ein bisschen wieder. Ja, ein bisschen hier rüber. Sei mutig. Oh, nasser Boden. Aber du wirst immer mutiger, ne, Joe? Das machst du immer besser. Ja, hier ist der Boden jetzt wieder ein bisschen blöd für uns. Aber das passt ganz gut, weil meistens ist es hier auch schon schön nass. Deswegen trabe und galoppiere ich hier auch immer schon. Und dann nehmen wir jetzt die ersten Meter auf jeden Fall im Schritt mit. Juri hätte ich heute gerne schön nah bei mir. So, was? Ach, Joey muss erst nochmal erzählen. Ah, das wollten wir doch im Laufen machen, Schlubi. Was ich relativ selten mit ihm mache, ist tatsächlich am ganz langen Zügel traben. Aber ich denke, das könnten wir jetzt auch mal so ein bisschen mit reinnehmen. Auch wenn mir das mit diesem Wald immer ein bisschen ungeheuerlich ist, weil das so steil ist. So, okay, ich glaube, für uns stehen jetzt ein paar Übergänge am langen Zügel an, weil das war jetzt ein etwas langer Bremsweg. Ich denke, ihr seht das so wie ich. Du weißt, was ich ihn hier erst gucken. Weil wenn er jetzt so angespannt ist, brauche ich ihn gar nicht erst antraben, weil dann trabt er mir direkt zu schnell an und ich möchte ja jetzt bewusst nicht in den Zügel greifen. Also provoziere ich jetzt gar nicht erst, dass er den Fehler macht. So, jetzt schicke ich ihn ganz allmählich in den Trab. So. Das war doch schon besser. Prima. Jetzt bin ich auch bewusst gar nicht erst leicht getrabt, um das Tempo noch ein bisschen mehr zurückzunehmen. Jetzt trabe ich wieder an. Gut, jawohl. So. So. Das war mir definitiv zu langsam. Da musste ich einmal korrigieren. Jetzt halten wir nochmal an. Machen wir mal ein paar Schritt-Stehübergänge. Gut. Habe ich nicht vorhin noch gesagt, wir machen einen flotten Ausritt, weil wegen dunkel? Das klappt ja gerade gut. Ja, die Übergänge gefallen mir jetzt nicht so gut. Aber ne, was erwarte ich hier gerade eigentlich? Joey ist total angespannt und ich erwarte von ihm, dass er ohne Zügel auf Stimme einfach so fein reagiert. Er reagiert ja, er reagiert halt nur sehr langsam. Oh, ein Mensch. Super, dafür war der Übergang jetzt gut. So, jetzt muss ich aber einmal absteigen, weil da ist ein Hund bei und ich habe Juri bei. So, ja, wir sind auf jeden Fall am Hund vorbei. Hat auch alles gut geklappt, aber jetzt muss ich mir erstmal wieder was suchen, wo ich absteigen kann. Weil vom Boden aus finde ich für Joeys Rücken immer nicht so ideal. Deswegen versuche ich das immer zu vermeiden. Oh, guckt mal, da ist so ein schöner kaputter Baumstamm. Unsere Chancen stehen gar nicht schlecht, dass wenn ich mich da jetzt draufstelle, der einfach durchbricht. Joe, kommst du hier überhaupt durch? Oh, das sind Dornen. Nee, das muss nicht sein. Wenn wir aber hier rumparken. Ja. So, Pop ist ran. Gut, hält er mich? Ja, ich glaube schon. Bisschen Popo. Ey, hallo. Gut, fein. Vor allem, wie ich hier mit dem Rücken in den Busch stehe. Und es wäre richtig nice, wenn du stehen bleibst. Weil der ist, ja, genau. Hat ja fast geklappt. Okay, so, ich bin auf jeden Fall wieder auf dem Pony. So, jetzt nutzen wir nochmal die Chance, um ein bisschen flotter heute zu sein. Wir traben mal hier noch ein bisschen wieder den kleinen Berg runter. Nicht bis ganz unten, da wird es mir zu steil. Wir sind ja noch am Üben, dass wir auch Berge runtertraben. Da sind Pferd und Reiter noch nicht ganz so safe drin. Der Reiter vom Mut und das Pferd von der Kraft dafür. Weil ihm passiert das halt schon mal noch, dass er einfach zu schnell wird den Berg runter. Und das möchte ich natürlich auf jeden Fall vermeiden. Aber ich möchte natürlich auch nicht auf Biegen und Brechen mit 12.000 Kilo auf der Hand dagegen wirken. Einfach nur, dass er nicht zu schnell wird. Brav. Weil das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Sinn und Zweck der Übung ist ja, dass er sich selber halten kann. Oh, Steine. Schritt. Gut. Achso, wir müssen nicht äppeln. Wir haben Angst vor dem Auto, was da steht. Ach, du bist aber auch ein Angsthase.
Slovenio, komm. Wo ist der Hund jetzt vor? Juri, vor. Vor, Juri, vor, 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 vor. Gut. So, und folgen Sie dem Hund. Oh, na, da, 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 da. So. Ernsthaft? Okay, ich möchte nicht rückwärts in den Abhang, deswegen... Okay, wir gehen rückwärts in den... Weißt du eigentlich, wie steil das da wird, du Idiot? Merkst du gerade, ne? Gut. Wir drehen mal eben so rum, weil ich möchte nicht darunter fallen, ehrlich nicht. Oh, Joey, das kann doch gar nicht dein Ernst sein. Ich möchte da weiter. Und das ist gerade keine Bitte. So, weiter. Gut. Muss man eigentlich immer erst meckern? Ja, muss man. Komm, komm, komm. So, ist krass. Ja, von mir aus auch schnell. Na, komm, komm, komm. So. Komm. So. Das ist krass. Gut. Ey. Ja, da geht's nicht her. Unter gar keinen Umständen. So. Und dies, meine Freunde, ist der Moment, wo ich mich ärgere, dass ich weder Gerte noch Spannung habe. Weil Meister Klaus hier gerade schon wieder das einfach tierisch ausnutzt. Du kannst auch 6 Kilometer diesen Berg wieder hoch. Ja. So, das halte ich davon, dass wir uns von wegen runter bewegen. Nämlich absolut rein gar nichts. So. Jawohl, das ist brav. Jawohl. Weiter. 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 Das glaubst du selber nicht. Weiter. Joey, wir schaffen das gleich nicht mehr im Hellen. Och, nervt mich das gerade. Wo wir nochmal beim Thema übrigens sind, mit Joey Dinge mal eben. Ja. Oh, ich stelle die Kamera noch mal ein bisschen. Ja. Und ihr glaubt ja wohl nicht, dass das gerade das erste Mal ist, dass dort Menschen in den Bäumen sind. Oh, das ist einfach oft so. Und er muss jetzt wieder rumspaddeln. So, mir egal, wir machen jetzt den Joey-Move. Alles so, wenn ich vorwärts dran vorbeikomme. Gehen wir jetzt rückwärts dran vorbei. Weiter. Juri, komm! Weiter, du bist jetzt dran vorbei. So, brav. Eieieiei. Nee, komm jetzt nicht wegen dem Auto noch.
So, guck mal, das hier geht jetzt, ne? Ja, was ein Drama. Typisch Joey, ehrlich. Ja, und jetzt müssen wir uns auf jeden Fall richtig spurten. Wir sind jetzt super spät dran. Ich weiß gar nicht, wie lange wir da jetzt für gebraucht haben. Viel zu lange. Oh, das ist stressig. So. Aber bei Joey ist halt einfach das Ding, wenn ich absteige und dran vorbeiführe, dann ist es okay. Und wir wollen halt so langsam einfach von diesem Problem wegkommen. Und das kriegen wir natürlich nicht hin, indem wir jedes Mal absteigen. Weil er halt eigentlich reell keine Angst hat. Er kennt diese Dinger. Er sagt einfach nur, nope, auf gar keinen Fall. Ja, so, jetzt geben wir Gas. Brav, Schlüppchen. So, jetzt gucken wir, was wir steintechnisch am besten fahren. Vor allem, wenn wir jetzt links nah am Weg sind, habe ich auch lange, also mehr Zeit zum Einwirken, falls man nach rechts weg will. So, ich bleib links schön dran. Weil sobald er mir jetzt nach rechts springen will, okay, wir müssen jetzt in die Mitte, versuche ich ihn einfach auf jeden Fall nach links rumzuziehen, weil rechts geht es weit runter. Und da möchte ich partout nicht hin. So, brav. Okay, er ist schon vorbei im Schritt. Ich habe ihn jetzt gerade auch sehr kurz, also ich bin jetzt auch für einen Galopp die Wiese runter gefasst. So, good boy. So, und schnell wieder in den Trab. Und mein Handy ist ein bisschen verrutscht. Okay. So, okay, und jetzt. So, jetzt wird er einen Vollstopp wahrscheinlich machen an der Schranke. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, bis ich im Idealfall wieder am Stall sein sollte. Ja, ihr merkt, wie doof ich das finde, wenn so Uhrzeiten, was ist denn da eigentlich? Schon wieder Haut ab, wenn man so uhrzeitgesteuert ist beim Ausreiten. Das finde ich total anstrengend. So, das heißt, ich hole mir wieder ein bisschen zusammen, trab ihn an und ich muss wieder mehr darauf achten, dass ich nicht immer die Zügel vorm Trab verkürze und vorm Galopp und sonst lang lasse. Also generell muss ich öfter am langen Zügel auch mal antraben oder auch mal angaloppieren. Aber da braucht man noch ein bisschen Zeit für, weil beim Angaloppieren ist er noch zu unsicher. Da braucht er mehr Unterstützung. Joey ist im Gelände halt, ja, er sieht immer Gespenster, wo keine sind. Und meistens nutzt er einfach aber auch nur Situationen für sich. Also es ist nicht so, dass er wirklich vor absolut allem Angst hätte. Aber das funktioniert ja so schön, ne? Wow. So. Achso, jetzt war ich mal einen Moment dran. Dann lasse ich ihn gleich vor der Trab-Galopp-Strecke lang, trab ihn dann am langen Zügel an. Wenn es richtig gut läuft, galoppiere ich ihn am langen Zügel an. Weil bei Mitch sind halt diese Abläufe auch total drin, was halt super schade ist, weil ja, du kannst ihn halt schön reiten draußen, im Schritt, ganz gemütlich, langer Zügel. Und sobald du den Zügel aufnimmst, fängt er halt an zu zenteln, zu piafieren, macht sich mega fest und dreht völlig durch. Oh, toll. Super toll. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Irgendwelche Vollidioten haben da ihn Müll stehen lassen. Super gut. Ja, da muss man nichts zu sagen, ne? Also, ja, da fehlen mir auch die Worte bei. Also,
Sowas verstehe ich nicht. Ach, ich wollte den neuen Weg ausprobieren. Oh, sind wir jetzt richtig mutig? Ich glaube, das ist der neue Weg. Und ich weiß, wo der rauskommt. Gehen wir den? No risk, no fun. Planänderung, Joey. Wir gehen da hoch. Joey, komm. Wie ist der Boden hier? Ja. Ja, könnte schöner sein, aber ist okay. Ja, nice. Machen wir es doch mal heute hier. Ja, du witterst schon, ne? Aber es sind mir ein bisschen viel lose Steine. Aber ich möchte, ja, komm. Das ist okay. Es ist schön weich. Ja, das ist wirklich schön weich. Ein bisschen zu weich vielleicht. Oh, jawohl. Juri, komm! Da habe ich nicht gerechnet. Ich habe gerade noch nach Juri geguckt. So ist er brav. Gut. So, wenn das jetzt wirklich der Weg ist, der ich glaube, was das ist, wäre das halt super nice. Weil dann sind wir definitiv schneller vom Ausritt zurück. So, okay, das ist sehr steil hier. Wir gehen kurz Schritt. Aber wenn das jetzt hier schon Ende ist, was machen wir denn dann? Ja, dann nehmen wir noch den Waldrand oben mit. Ah, da ist was. Nee, hab was gesehen, obwohl da nichts ist. Ich dachte, da wäre was Graues hergelaufen. Oh, da vorne galoppieren wir auf jeden Fall. Hey, nicht so gut. Auch wenn der Boden echt mit Abstand nicht der schönste ist. Aber der Wald hier ist ja toll. Der ist wirklich toll. Ja. Oh, das könnte eine Lieblingsstrecke werden. Wenn sich dieser Boden irgendwann so ein bisschen mehr eingetreten hat und so. So, da ist noch mal ein bisschen Kies, den warten wir ab und hier vorne galoppieren wir dann an. Jetzt mal auf den Schritt. So, ein bisschen ranholen. Gut. Und dann. Ja, das war punktgenau, würde ich mal behaupten. Gutes Punkt. Jawohl. So. Du bist so ein Schisser. Das ist Holz, mein Freund. Wirklich nur. Wirklich nur. Warte, ja, ich habe noch nicht wieder was anderes gesagt. Ne? Kurz Schritt. Du. Okay, und jetzt. Okay. Wenig Zügel gegeben und da war jetzt ein bisschen viel Zügel. Na komm, wir traben mal eben das um die Kurve. Ich weiß ja jetzt noch nicht, was dahinter ist. Auf neuen Wegen bin ich auch immer gerne ein bisschen vorsichtiger. Und jetzt müsste ich wissen, wo wir jetzt rauskommen. Oder? Kann das schon sein? Ach, ich bin gespannt. Okay. Tempo-Rasen, oder? Ja. Komm schnell! So, da wir jetzt bis jetzt immer nur im Linksgalopp waren, fange ich jetzt noch mal in den Rechtsgalopp. Und helligkeitsmäßig war das jetzt die richtige Entscheidung, spontan auf mein Bauchgefühl zu hören und diesen Weg zu gehen. Komm schnell! So, okay. Kurz vorbereiten. Ein bisschen rechts stellen, rechten Schenkel. Jawohl, oh, hat sogar geklappt, habe ich nicht mit gerechnet. Nee. Jawohl, Rechtsgalopp, gut. Oh, Steine. Die Kurve schafft man auch im Rechtsgalopp. Schon mal etwas länger. Oh, ist nicht mehr jetzt warm. Oh, Schritt ist nur Menschen, alles ist gut. Oh, wir gehen da auch hinterher. So, ihr Lieben, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mal wieder dabei wart bei unserem spannenden oder auch nicht spannenden Ausritt.
Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Und denkt immer daran, jeder Tag, an dem ihr noch Pferd riecht, ist ein guter Tag. Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke oder doch bei Joey oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.